Emmett sitzt ja bloß irgendwie faul in der Ecke. Oh, 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 Schlüssel mit widerlicher Suppe. Entschuldigung? Ja? Könnte ich etwas Suppe haben? Das ist deine Suppenküche. Was glaubst du also? Also ja. Was ist das für eine Suppe? Schmeckt wie... Minestrone? Ich wollte alte Kohlsuppe sagen. Meckere nur. Alles, was ich hier habe, ist diese abgestandene Fasssuppe und ein Gewürzregal, das seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr aufgefüllt wurde. Wie soll ich deiner Meinung nach was Besseres als diese Brühe kochen? Keine Ahnung. Mal sehen. Schon probiert mit... Salz. Salz? Salz? Schmeckt es dir etwa nicht? Zu fad? Ich hab doch nicht zu viel Pfeffer reingemacht, oder? Ich denke nur, sie könnte etwas Salz vertragen. Über Geschmack lässt sich eben streiten. Okay. So, dann probieren wir es nochmal. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Ich schaffe es nicht. So, okay, dann quatschen wir nochmal. Benutze. Okay. Okay, ich hätte da ein paar Ideen für die Suppe. Schieß los. Mal sehen. Schon probiert mit... Paprika. Paprika? Paprika. Ich denke nur, sie könnte ein wenig Farbe vertragen. Farbe? Oh, 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 er scheint was gefunden zu haben. Was denn? Ja? Netter Türrahmen. Oh, das ist interessant. Nur ein wenig mechanischer Einfallsreichtum und am Ende ist die Tür offen. Ja, gut gemacht. Illegale Bar. Diese Küche ist offensichtlich nicht die illegale Bar. In der Tat, dies muss eine Art Fassade sein, die geschickt und legal die Existenz einer versteckten und verruchten Einrichtung verschleiert. Vielleicht im Keller? Stimmt, das könnte den Fahrstuhl erklären. So, okay, dann beenden wir mal das. Wir kommen schon irgendwie an den Fusel. Ich denke weiter nach. Dann Küchentür. Nicht schlecht, Doc. Nein. Ich komme immer noch nicht durch. Aber wenigstens stehen diese Tische jetzt. So. Okay. Hammets Erfindung. Ich hoffe, Doc Juniors Dingsbums hält das aus. So. Ich denke immer noch, dass die...
So, Schwingtür. Nur Personal darf in die Küche. Wow. Entschuldigung. Okay. Ah, Miss Strickland. Möchten Sie mehr Suppe? Kommen Sie schon, Mr. Donnelly. Sie wissen genau, dass ich mit dieser Farce nichts zu tun hätte, wären die Armen von Hill Valley nicht so sehr auf Mr. Tennants aufgebauschte Großzügigkeit angewiesen. War das ein Ja? Geben Sie mir die Suppe, bevor ich an der Scheinheiligkeit ersticke. Oh. Ich richte dem Boss Ihre Grüße aus. Ich wette, das werden Sie. Edna hat das Fass mit dem Fusel abgeholt. Wir müssen es ihr nur noch irgendwie abnehmen. Okay. So. Und nun? Entschuldigung. Sprichst du mit mir? Also das war mal eine Suppenküche. Also, das war mal eine Suppenküche? Was meinst du mit Warmer? Trotz kürzlichem Besitzerwechsels dient dieser Ort weiterhin der Verteilung von Nahrungsmitteln an die Bedürftigen und Notleidenden. Und keinem anderen Zweck. Genau. Gut. Kann ich mich etwas umsehen? Nein. Wasch. So, Emmett, wir müssen los. Sei, du willst hierbleiben. Emmett. Ja? Nein. Wir kommen schon irgendwie an den Fusel. Ich denke, weit. Gut, dann versuchen wir jetzt mal der Dame zu folgen. Mrs. Strickland. Corleone, lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. Ah, was ist denn die Sensation? Die Sensation? Ich habe Gerüchte gehört, dass etwas Seltsames in der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit vorgeht. Es gibt eine neue Geschäftsführung und... Oh, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor wir nicht die Fakten kennen. Ich bete, dass es nur ein Gerücht ist. Diese Suppenküche ist die Speerspitze im Kampf für die gute Sache. Was wird aus dem Finger vom Fuselverband ohne sie? Das ist zu schweigen von all den Einrichtungen, die meine Suppenlieferungen brauchen. Was ist mit der anderen Story? Haben Sie die Geschichte fertiggestellt, für die Sie mich interviewt haben? Über Carl Sagan? Ja, aber diese starrsinnigen Redakteure haben sie abgelehnt. Sie sagen, mein Artikel wäre einseitig. Und dass ich einen mutmaßlichen Brandstifter verherrliche. Als würden ihre Artikel nicht ständig den kriminellen Abschaum verherrlichen, der die Stadt kontrolliert. Das macht mich so wütend, ich könnte schreien. Was ich natürlich nie machen würde. Es wäre Ruhestörung und es ist... So unhöflich. Suppenlieferung. Sie liefern Suppe aus? Das ist einer meiner vielen kleinen Beiträge für die gute Sache. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, hoffe ich. Ich hole Behälter mit heißer Suppe in der Küche ab und liefere sie überall hin. Zum Hill Valley Waisenhaus, die Ranch des heiligen Franz Xaver für ungewollte Kinder, das Foggy Mountain Heim für unheilbar Irre, das Shady Acres Altersheim. Ach, ich kann mich kaum an alle erinnern. Es ist eine große Aufgabe. Ich kann helfen, die Suppe auszuliefern. Ich kann Ihnen mit der Suppe helfen. Ich arbeite viel für Wohltätigkeitsorganisationen. Oh? Welche? Die, Super Mario-Brüder. Ach ja, die Italiener tun so viel Gutes. Wenn Sie es arrangieren könnten, dass ich die Suppenbehälter abholen kann? Immer ruhig mit den jungen Pferden. Wir wollen nichts überstürzen. Ich leite den Suppenfahrdienst in dieser Stadt. Und ich überlasse es nicht einfach einem Neuling. Aber wenn Sie gute Kontakte zu den wohltätigen Einrichtungen haben... Ja? Sie können mir Bescheid geben, wenn Ihnen die Suppe ausgeht.
Okay, du musst die Suppe, musst Suppe ausliefern. Ich kenne tatsächlich eine Einrichtung, die mehr Suppe braucht. Oh, welche? Waisenhaus. Das Waisenhaus. Nein, mehr Suppe können Sie erstmal nicht gebrauchen. Die Suppe ausliefern? Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Die Kinderfarm. Die Ranch der ungewollten Kinder. Nein, Sie haben Ihre Ration diesen Monat schon bekommen. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Altersheim. Das Altersheim. Nein, Sie sollten schon lange im Bett sein. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Die Anstalt. Das Irrenhaus. Nein, zu viel Suppe macht Sie nur nervös. Ich habe gerade gesehen, da ist ja noch ein Pfeilchen da unten. Welche Einrichtungen Suppe brauchen? Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Vergessen Sie es, mein Fehler. Die Billardhalle ist keine wohltätige Einrichtung. Sicher nicht. Finger vom Fuselverband. Was ist der Finger vom Fuselverband? Sie haben noch nicht vom FVFV gehört? Er leistet wundervolle Arbeit. Dort werden aus hoffnungslosen, betrunkenen Landstreichern ehemalige hoffnungslose, betrunkene Landstreicher gemacht. Ich bin ein Gründungsmitglied, aber das heißt nicht, dass ich... Sie wissen schon. Bisher trafen wir uns immer im Keller der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Aber aus irgendeinem Grund lassen uns die neuen Betreiber nicht mehr dorthin. Jetzt haben wir keinen Treffpunkt. Ich weiß, wo ihr euch treffen könnt. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Wo? Arthur McFlys Wohnung. Ich kenne eine leerstehende Wohnung. Sie müssten aber einbrechen. Der Finger vom Fuselverband toleriert absolut keine Einbrüche. Ich weiß, wo ich treffen könnte. Ich kenne einen Ort, wo FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Im Park. Sie können sich im Park treffen. Nein, das wäre nicht so gut. Da schlafen viele der Mitglieder. Okay. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Im Polizeirevier. Sie könnten sich im Gefängnis treffen. Ich denke, die hätten bestimmt eine freie Zelle. Nein, einige der Fuselfreien verbinden schlechte Erfahrungen mit dem Gefängnis. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? In der abgebrannten Bar. Sie könnten sich in der illegalen Bar treffen, die letzten Mittwoch explodiert ist. Na, das wäre doch Ironie des Schicksals. Aber ich fürchte, das Gebäude ist einsturzgefährdet. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Auf dem Anwesen der Browns. Das Brown-Anwesen. Sie meinen das Haus von Richter Brown? Ja, ich bin zufällig mit seinem Sohn befreundet. Und er hat mir erzählt, der Richter würde liebend gerne sein Anwesen zur Verfügung stellen für gute Sachen, wie die Ihre. Wirklich? Das ist die großzügigste und wohltätigste Geste seit Ewigkeiten. Bitte sagen Sie Ihrem Freund Emmett, dass wir annehmen. Das Angebot hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Es müsste gleich losgehen. Okay, das mit Einstein tut mir leid. Tut mir leid, was da hinten mit Einstein passiert ist. Keine Ahnung, was da in ihn gefahren ist. Ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenken kann. Ja, ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenkt. Sehr gut. Jetzt zeig mal, was du mit der Rechentafel kannst. Okay, super ausliefern. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Finger vom Fuselverband. Der Finger vom Fuselverband. Stimmt. Sie treffen sich bald auf dem Brown-Anwesen. Und es gibt noch keine Erfrischungen. Ich bin ganz hin und weg, dass Ihr Freund Emmett das Haus seines Vaters für unser Treffen zur Verfügung stellt. Hä? Moment. Michael! Was in Thomas Alva Edisons Namen denken Sie, was Sie da tun? Verstehst du nicht? Du brauchst Alkohol, um deinen Bohrer zum Laufen zu bringen, oder? Bei den Schmugglern der Suppenküche werden wir nie an eines ihrer Fuselfässer kommen. Aber Miss Strickland kann eins für uns holen und es uns bis an die Tür bringen. Nein, das ist ausgeschlossen! Warum? Ich kann nicht zulassen, dass Fremde in mein Elternhaus eindringen. Was wissen wir über diese Menschen? Sie sind nett. Das sind echt nette Leute. Das wissen wir nicht. Sie benehmen sich. Sie sind total höflich. Das wissen wir nicht.
Aber sie sind nüchtern, das wissen wir. Und sie lassen die Finger vom Fuße. Na gut, aber... Aber mein Papst braucht nach Feierabend Ruhe und Frieden. Dieses Treffen ist ihm bestimmt zu laut. Er kann Ohrstöpsel benutzen. Dann besorge deinem Vater Ohrstöpsel. Ich kann ihm doch nicht sagen, er soll Ohrstöpsel benutzen. Was ist schlimm an etwas Lärm? Wo ist das Problem mit Lärm? Das wird wie eine Party. Mein Papst hat nichts für Partys übrig. Okay, sie werden leise sein. Sie werden leise sein. Kein Lärm, nicht wahr? Oh ja! Ich spiele mein Tambourin ganz leise. Hörst du das? Ja, aber... Aber was? Aber es ist nicht möglich. Warum denn nicht? Aber ich hab's Miss Strickland versprochen. Ich hab's Miss Strickland aber versprochen. Es bedeutet ihr so viel. Die Antwort ist trotzdem nein. Aber denk doch mal an den Finger vom Fuselverband. Aber was soll aus den Mitgliedern des Finger vom Fuselverbands werden? Meinetwegen können sie sich alle wieder betränken. Na gut, vergiss die ganze Sache. Na gut, dann vergiss es. Wir müssen deinen Raketenbohrer nicht heute Nacht testen. Doch nicht! Nein, ich werde mit dem Zug zurück nach Washington fahren und meinen Kollegen sagen, sie sollen das Patent an Dr. McCäufer geben. Halt! Werden Sie den Verbandsmitgliedern sagen, sie sollen sich die Füße abtreten, bevor sie hereinkommen? Dann sind Sie Emmett Brown, hab ich's mir doch gedacht. Die Gerechtigkeit steht Ihnen ins Gesicht geschrieben. Edna Strickland, wie könnte ich Ihnen jemals für Ihre Großzügigkeit danken? Nett, Sie kennenzulernen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, hübsche Frau ist ja schon. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ach, du machst dir zu viele Sorgen, Emmett. Wir müssen nur diese Vorladung übergeben und dann können wir deinen Raketenbohrer bauen. Und mein Patent. Ja, dein Patent. Okay. So. Kann man hier eigentlich irgendwo abspeichern? Was ist da geschah? Hier, speichern. Rathausplatz, leerer Spielstand. Spielstand speichern. Gut. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir umsonst anfangen. Okay. Wir müssen irgendwie jetzt die Vorladung zurückbringen. Aber ich würde mal sagen, wir machen hier für heute Schluss. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Sloopy.